Ja, Freunde, hallo und allerherzigst willkommen zu diesem brandneuen Selectrix-Video. Ja, Freunde, lasst euch mit einem awesome Button Smash begrüßen. Und ja, vielleicht gleich zu Beginn von diesem Video. Ihr seht es an meinen Abozahlen. Ich brauche eure Unterstützung. Denkt bitte an mein 1000-Plus-Goal hier auf meinem YouTube-Channel. Abonnieren ist hier kostenlos und würde mich ungemein unterstützen. Und ja, das ist die einfachste Art, einen ja, unabhängigen Creator hier zu unterstützen, damit ich weiter Videos machen kann. Vielen Dank dafür. Ihr smasht den kostenlosen Abo-Button. Und ich lasse für euch die Herzen durch den Bildschirm fliegen und smash noch einen awesome Ad obendrauf. Es ist so ein geiler Deal, ja. Okay, so viel zur Begrüßung und zu den YouTube-Sachen. Muss auch sein, aber ja. Jetzt zum Video. Freunde, seit dem 13. Oktober, das war sogar ein Freitag der 13., ist dieses neue Spiel raus, Lords of the Fallen. Und ja, also ich muss sagen, vom Game selbst hat mich das schon abgeholt, aber ja, es ändert nichts daran, dass der Release grauenhaft war, also ja, schwere technische Mängel hatte, Performance-Probleme, durchgehend gecrashed ist und ja, also das gehört zur Wahrheit dazu. Jetzt ist allerdings der Fall, dass die tatsächlich übers Wochenende, Samstag und Sonntag, also gerade der Sonntag hat mich überrascht, da täglich neue Patches rausgehauen haben und ja, also man muss dann auch anerkennen, dass die Stabilität und die Performance sich damit wesentlich verbessert haben. Aber im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass wir feststellen müssen, dass die Version, mit der sie zum Release gegangen sind, mit der Version, zu der sie an die Gaming-Community rangegangen sind, meiner Ansicht nach keine Release-Version hätte sein dürfen. Und ja, also das an der Stelle nochmal deutlich ausgeführt, weil ja, also meiner Meinung nach darf es nicht zur gängigen Praxis werden, dass unfertige Spiele, insbesondere wenn sie noch nicht mal ausführbar sind, ne, und nach 10 Minuten einfach wegcrashen, ne? Ja. Solche Spiele dürfen nicht an die Gaming-Community rausgegeben werden. Insbesondere, wenn du als Gamer für die Software zahlen sollst. Und ja, also da gehen manche Entwickler einen sehr falschen Weg. Und ja, ich hoffe, das wird sich in Zukunft verbessern. Vielleicht, wenn man da zusammen einwirkt und auch mal konsequent darauf hinweist, nee, also wenn du ein verbuggtes Spiel rausbringst, werde ich es mir nicht mehr holen. Beziehungsweise ja, also ich merke mir den Entwickler und sage dann beim nächsten Mal, nee, also du hast mich enttäuscht, ich werde bei dir nicht mehr vorbestellen. Das ist dann die letzte Konsequenz, aber das kann der Entwickler auch nicht wollen. Von dem her, wenn man da gegenseitig auf sich zukommt, wird das die bessere Lösung sein. Und ja. So viel zu dem Statement zu dem neuen Release. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt, den wir in dem Video abhandeln wollen. Und zwar die Keybindings. Passt auch zu der aktuellen Version von dem Spiel. Wir haben nämlich seit dem neuesten Patch,
Es müsste 112 irgendwas sein. Nagel mich jetzt nicht auf der Nummer fest. Ja, haben wir nämlich das Problem, dass bei einem Neustart von dem Spiel die Keybindings verschwinden. Also die Tastenbelegung, die du festsetzt. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn das schon der Fall ist, kann ich ja mal das als Gelegenheit nutzen, um meine Tastenbelegung hier mal zu zeigen, die ich auch für wirklich sehr sinnvoll halte. Und ja, also die ersten Bossgegner habe ich damit auch schon wirklich gut besiegen können. Könnt ihr noch mal schauen, wie ich mich bisher geschlagen habe. Aber ja, vielleicht hat der ein oder andere Lust, mal die Tastenbelegung auszuprobieren. Und ja, gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren, ob ihr die Tastenbelegung, die ich verwende, gut findet oder ob ihr vielleicht noch einen Verbesserungsvorschlag habt oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Tastenbelegung, die man sich unbedingt mal anschauen sollte. Gerne ab damit in die Kommentare. Und ja, also wir sehen hier erstmal die Standard-Tastenbelegung WASD. Dann lasst uns mal hier diese Standard-Tastenbelegung anpassen, so wie ich es bisher in dem Spiel gespielt habe. Und ja, tatsächlich auch mit Erfolg. Also ich habe jetzt die ersten Bosse erledigt und habe mich da ein paar Stunden durchs Spiel gekämpft und bin damit wesentlich besser zurechtgekommen. Okay. Aber wie schaut es denn jetzt im Detail aus? Wir gehen einfach mal die Einstellungen Punkt für Punkt durch. Wir machen jetzt hier mal Bewegung nach vorne. Das ist dann E. Und die Konflikte gehen wir dann auch Punkt für Punkt durch. Dann nach hinten. Vorne hinten ED. Nach links. Ist dann S. Und die Seitwärtsbewegung nach rechts ist dann F. Genau. Ausweichen. Bleibt dann auf der Leertaste blocken. Setzen wir dann auf A. Stellungswechsel setzen wir auf Q. Und Fernkampfoption setzen wir auf Y. Und ja, an dem Punkt ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein Vorteil aufgefallen. Der Zeigefinger von der linken Hand liegt jetzt auf dem F. Und das ist nämlich auch die Standard, ja, Handhaltung von dem Zehn-Fingersystem, falls ihr in der Lage seid, damit zu schreiben. Und ja, der Vorteil kommt hier schon zum Vorschein. Und gehen wir mal weiter. Fernkampfoption ist Y. Sprinten lassen wir auf V. Gehen C, ja. Zielbewegung. Genau. Gegenstand verwenden. Machen wir dann auf T. Interagieren. Wandert eine Taste nach rechts auf R. Und springen ist dann G. Ja. Dann setzen wir Geste noch auf B. Umbralriss
setzen wir auf R. Das lässt sich dann wirklich ganz gut kombinieren, wenn man Y hält und R drückt. Oder Überreste Samen einpflanzen. Bietet sich wirklich V an. Und hier die Doppelbelegung beachten von R und V. Die Umbraloption ist nur mit gedrückter Y-Taste relevant. Ja. So, dann Einstellungen übernehmen, zurück. Und ja. Schon haben wir die neue Tastenbelegung und jetzt fühlt euch da mal rein. Also ihr habt zur Orientierung an eurer Tastatur auf der Taste F sowieso schon eine Markierung. Also da könnt ihr euch immer sehr leicht dran orientieren, wenn ihr mal eure Hand irgendwie auf die oberen Nummerntasten mal verschiebt. Und ja, ihr müsst dann nicht nur aufs Keyboard schauen. Dann die Umbrallaterne kann man wunderbar mit Y ziehen. R und V kann mit dem Zeigefinger dann wunderbar gedrückt werden. Ne? Und wir können wunderbar blocken, unsere Haltung auf Q ändern. Also meiner Meinung nach die perfekte Tastenbelegung für dieses Spiel. Ohne dass wir unsere Hand irgendwie auf der Tastatur verkrampfen müssen. Ja, vergleicht es mal mit der WASD-Haltung und versucht mal mit dem kleinen Finger Steuerung zu drücken. Wesentlich unangenehmer wie bei ESDF die Y-Taste zu drücken mit dem kleinen Finger. Also vergleicht es direkt mal. Und ja, mit der ESDF-Konfiguration habe ich wirklich schon viele Stunden im Game verbracht und bin wesentlich zufriedener wie mit der Standard-Tastenbelegung. Ja. Okay, Freunde. Das war es dann auch schon in dem Video. Vielleicht mal eine etwas andere Art von Video zu einem Game. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, da mal eine Alternative zu bekommen. Und ja, Freunde, denkt an meinen 1000 Plus Goal hier auf YouTube und natürlich auf meinen anderen Online-Presences. Schaut da gerne vorbei. Checkt meinen neuesten Music-Release aus. Potron Laser Ignition. Hört da gerne mal rein. Und ja, rund um meine Brand Selectrix gibt es wirklich viel zu decken. Ja, damit danke fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.